5 Minuten bis zum Start. Ich hoffe, dass unsere Geburtstagskinder da sind, denn Wolfgang Scheibner ist der Präsident. Also hier haben wir Nino Laufer, meine Damen und Herren. Das ist der Mann, der heute Geburtstag hat, aber Robert Seiler hatte gestern Geburtstag und deswegen ziehen wir ihn natürlich vor. Robert, wie geht es dir? Ja, gut soweit. Nach der schweren Etappe gestern in Alt-Landsberg? Ja, ich hatte ein bisschen Pech, gestürzt und kennt man das. Ja. Ja, wunderbar, sagen wir aber dem nachträglichen Geburtstagskind hier alles Gute. Wolfgang Scheibner übergibt die Blumen. Wolfgang! Wolfgang! Ja. Man sagte ja früher US Financial Times Team, Team Werner Otto. Werner Otto war ja selbst Weltmeister und Olympiasieger im Tandem, hat also jetzt ein Team aufgebaut. Und hier ist mit der Startnummer 183 Nino Laufer. Den beglückwünschen wir in diesem Augenblick zum heutigen Geburtstag. Und wie alt wirst du? 22. 22, dann hast du also nächstes Jahr noch keine Chance mehr in der U23-Klasse zu starten. Also musst du versuchen, hier natürlich heute dein Bestes zu geben. Tust du das auch? Na sicher, also sonst will ich an den Start gehen. Jawohl, das ist eine ehrliche Antwort. Herzlichen Glückwunsch, sagt der Präsident des Berliner Radsportverbandes. Startschuss zu geben und Michael von der Heide zieht in diesem Augenblick 9 Meter Start auf den ersten 3 Kilometern. Attention please, the race will be neutralization of the first 3 Kilometers. Herr Watzlawick, die 54. Tour de Berlin liegt an und führt natürlich auch wieder durch Ruder. Aber leider etwas feucht, ist das richtig so? Ja, wir haben scheinbar in den letzten Jahren wirklich Pech. Scheinbar heißt mit Bestimmtheit, sind es die letzten 4 Jahre, wo es also richtig doll geschüttet hat. Heute geht es einigermaßen, aber man kann also das Wetter nicht planen. Und Pfingst Samstag ist immer Radrennen in Rudow. Und leider, der Wettergott will uns nicht so gern wahrscheinlich. Wie wir eben gehört haben, hat es auch Stürze gegeben gestern, heute glücklicherweise vielleicht noch nicht, aber gestern hat es Stürze gegeben und es war natürlich sehr unangenehm. Ja, also im Umland, ich sag mal, wir aus den früheren Westberlin sagen ja oft, dass die Straßen ringsherum um Berlin ordentlich gemacht wurden und Radwege angelegt wurden, aber es gibt doch noch einige Straßen und wir waren gestern in Alt-Landsberg und drumherum. Dort sind also wirklich noch alte DDR-Straßen so geblieben und die Fahrer haben gesagt, na, ist ja Rudow mit seinem Alt-Rudow-Pflaster ja eigentlich noch Gold, was da gestern also ablief und wirklich 30 cm tiefe Löcher durch den Regen natürlich auch ausgespült wurden und es eben viele Stürze gab. Rudow wird ja zur Baustelle in den nächsten Jahren, das heißt 2 Jahre lang wird der Asphalt gemacht. Und nicht nur Asphalt, sondern wird neu gepflastert. Und da kriegen ja die Radfahrer nachher einen etwas angenehmen Parcours. Ja, gut. Wir kennen ja also in der ganzen Republik eigentlich nur gute Straßen, die natürlich durch das neue, größere Deutschland ein wenig auch schon gelitten haben, weil die Gelder nicht da sind, um Reparaturen wirklich nur notdürftig erledigt werden. Aber Alt-Rudow hatte ja bedingt durch die Wende den Stopp, ein Teil der Straße ist ja schon fertig und wir haben von unserer Bürgermeisterin Frau Vogelsang hier in Neukölln das Okay als Geschäftsleute bekommen, wir durften uns beteiligen an der Planung und haben unseren Wunsch ausgesprochen, dass wir dieses alte Pflaster zwar erhalten wollen und eine neue Technik die Fugen ausfüllt und wir dann, sagen wir mal wieder auf die Radfahrer zurück, eine Straße haben, die also problemlos mit Sicherheit befahren werden kann und auch den Autoverkehr nicht so laut ertönen lässt. Für uns im Geschäft beim Telefonieren eigentlich immer ein Problem. Also wir freuen uns eigentlich auf den Umbau und da muss ich auch sagen, das Bezirksamt hat gespurt und hat, weil es diese internationale, ich sage wieder für mich, die größte Sportveranstaltung Neuköllns ist und da wurde ein wenig mit den Bauarbeiten
auf späteren Zeitpunkt gelegt. Nun ist die Straße hier in Altrude ja eigentlich auch für die Radfahrer eine Herausforderung. Dann könnte man mir vorstellen, dass das ein gewisses Etwas ist. Ja, und man muss auch staunen, dass junge Leute und die Rennfahrer sind ja alle so im Alter zwischen 18 und also U23, unter 23. Dass zum Beispiel die immer sehr verwöhnten Italiener, die also wahrlich gute Straßen haben, um ihrem Sport zu treiben, sagen, das ist eine richtige Herausforderung hier. Sie kommen auch mit anderem Material, also nicht den Reifen, der nur 100 Gramm wiegt und die Felge, die nur 80 Gramm wiegt. Sie haben zwar Titan und die ganzen neuen Werkstoffe, die durch die NASA auf die Welt kamen und erfunden wurden. Sie kommen mit etwas stabileren Material, können also dieses ausgleichen und fahren sehr, sehr gern dieses Pflaster hier. Da muss man mal wieder drüber staunen. Gut, wir sind es gewohnt, mit dicken Reifen zu fahren und die fahren auf schmalen Reifen, aber da gibt es keine Probleme. Also wenn ich hier mit schmalen Reifen fahren würde, ich fahre ja nun auch sehr gerne Fahrrad, aber das würde dann bedeuten, dass ich gleich platsch liegen würde. Ja, das hat auch mit dem Tempo zu tun. Die fahren ja so einen Schnitt, der ungefähr, gestern waren es 47 Kilometer, trotz schlechter Straße. Hier durch Rude sausen sie immer mit 52. Durch die Ecken wird der Schnitt vielleicht so auf 50 gedrückt. Aber wenn man schnell fährt, kann man dieses schlechte Pflaster überbrücken. Und wenn wir langsamer fahren, dann merkt man, kann man jedes, sagen wir mal, jedes Loch auskosten, ja. Also das heißt, dass die schon fast übers Pflaster fliegen? Das sehen wir ja auch. Heute ist ja nun wieder ein nasser Tag. Aber wenn es trocken war, dann war immer eine Dunstwolke wie durch die Sahara, weil die Straße ja eigentlich auch immer mit 30 befahren wird und wir fahren die doppelte Geschwindigkeit. Ne? Ja, für mich geht vielleicht diese Gelegenheit auch mal an das Bezirksamt Neukölln und an die Herren und Damen, umgedreht Damen und Herren, die damit zu tun haben. Wir haben das Problem, wir wollen für unsere Sportveranstaltung werben. Müssen Plakate drucken, machen das in Nachtschicht, kleben wir die auf Tafeln. Wir hängen die ordnungsgemäß an irgendwelche festen Laternen oder wir machen die also auch gleich nach der Veranstaltung ab. Haben jedes Mal das Problem, dass wir bitte, bitte machen können. Ein Zirkus darf es und eine Partei darf, da gibt es ein Gesetz. Aber es wäre wirklich sehr schön, wenn Neuköllns Sportvereine das Recht hätten, vor ihrer Veranstaltung, die also auch öffentlich unterstützt wird. Schirmherr war zum Beispiel bei unserem Radrennen auch Herr Wowereit. Und das ist also auch eine schöne Sache, dass sich unsere Bezirkspolitiker zum Startschuss einfinden. Aber es wäre wirklich eine Hilfe, wenn der Reiterverein, wenn die Schwimmer, wenn die Schützen 14 Tage vorher ordentliche Plakate anhängen und nicht irgendwelche Werbung, sondern nur auf diese Sportveranstaltung hinwirken. Und gerade wir Radfahrer, wir benutzen nur die Straße. Wir haben keine Turnhalle, wir benutzen keinen Sportplatz. Und deswegen wünschte ich mir, dass die Parteien sich mal zusammensetzen und uns ein besonderes Recht geben, um für unsere Sportveranstaltung zu werben. Das wäre es. Sie könnten ja auch dafür werben, in den Parteien, dass sie eine Sitzung machen, in der sie, das kann ja öffentlich sein, in der sie ja die Punkte mal durchsprechen, was geht und was nicht geht. Ne? Ja, also da wäre ich auch sehr, sehr für, zumal ich in meiner Eigenschaft als stellvertretender Bundesjugendleiter im Radsport ja auch im Lande herumkomme und sämtliche deutschen Meisterschaften leite und natürlich auch an große Städte wie Köln, Hamburg oder auch kleinere wie Cottbus, Frankfurt, Oder komme. Da geht das scheinbar und da wird also auch nicht so bürokratisch drauf geantwortet. Und unser Ordnungsamt, das ist schön, die Einrichtung, aber wenn sie also unsere Nachtarbeit in 2 Minuten zerstört und die Plakate einsammelt, dann finde ich das nicht so prickelnd. Andersrum wollen wir immer Sport haben und gerade Radsport. Jeder hat ein Fahrrad im Keller oder in der Garage. Und ich glaube, da sollte man daran denken, dass wir eine Sportart sind, die wirklich nur die Straße benutzen kann. Eine Sportart, die hauptsächlich auch für die Jugend wichtig ist, indem die Jugend sich mit der Sportart identifizieren kann. Ja, wir sagen auch in unserer Jugendarbeit, die wir also eigentlich vorbildlich führen, wie uns immer wieder gesagt wird, wir gehen in die Schulen und zwar aus dem Grunde, weil ja eigentlich
in Berlin nicht ganz so, aber im Umland und in der ganzen Republik, wo also Dörfer sind, wo zur Schule noch mit dem Fahrrad gefahren wird und der Vater auch morgens irgendwelche Brötchen oder Besorgungen, Zeitungen holen muss mit dem Fahrrad. Wir haben das in Berlin so bequem, da kommt es alles an die Haustür, außer die Brötchen. Aber einfach das Gute ist, dass wir eigentlich von klein mit Stützrädern angefangen, im Grunde genommen die Kinder zum Sport bringen, zum Radsport. Und die Oma, die sehe ich auch durch Rodo über dieses Pflaster fahren, die fährt auch einkaufen mit ihrem Fahrrad. Und das ist eigentlich gesundheitsmäßig eine ganz tolle Geschichte. Besser als rauchen oder ein Bierchen trinken, was auch sein kann mal. Herr Scheibner, die 54. Tour de Berlin, eine Radtour leider im Regen. Ja, also wir haben hier in Rudo nicht immer den Wettergott auf unserer Seite, aber eins muss man sagen, die sportlichen Leistungen unserer Rennfahrer sind natürlich hervorragend. Die Sportbegeisterung der Rudoer oder der Berliner? Also ich würde schon sagen, erstmal einmal der Rudoer, denn hier haben wir immer ein großes Publikum und das ist für die Rennfahrer wichtig, denn das ist ja Motivation, ähnlich wie für einen Künstler der Applaus. Gestern gab es leider Stürze, wie ich gehört habe. Das ist natürlich ein kleines Problem. Ja, also wir haben gestern insofern Pech gehabt, dass der Dominik Röhls, der ist ja deutscher Meister, der ist gestürzt und hatte einen Kahnbeinbruch und konnte also heute das Rennen nicht aufnehmen. Darüber waren wir sehr traurig, denn er ist der jüngste deutsche Meister, den wir haben. Und er kommt aus Berlin. Oh, also ein Heimspiel vielleicht. Man könnte sagen, ein Heimspiel und deshalb sind wir besonders traurig, dass er heute nicht mehr starten kann. Aber das ist nun mal das Rennfahrerpech oder Glück, wie man es nimmt. Ja, das liegt auch daran, wie man das als Sportler aufnimmt. Ne? Ja, also er ist ein sehr motivierter, er ist ja im vorigen Jahr noch bei den Junioren gefahren und das in diesem Jahr, das war sein erstes Jahr deutscher Meister und das zeigt eigentlich die Klasse dieses Rennfahrers. Das ist ein Zeichen, dass der Nachwuchs in diesem Fall, ja, wie Sie sagten, dass der Nachwuchs dann auch nachkommt und sich einreiht dann in die Profiarbeit. Ja? Ja, also wir haben ja, wenn ich jetzt die letzten Jahre nehme, im letzten Jahr war es Gerald Ciolek, der deutscher Meister wurde und die Jahre davor war es Linus Gerdemann, beides Fahrer, die für Berlin fuhren. Also daran sieht man, dass hier schon viel für den Nachwuchs getan wird. Eigentlich ist ja für die Radfahrer diese Strecke hier in Alt-Rudo eine Herausforderung. Ohne Frage. Ich meine, wir wollen uns nicht mit Paris-Roubaix messen, aber dieses Kopfsteinpflaster gehört einfach mit dazu. Denn wir haben in Berlin nicht diese Berge, die man beispielsweise bei der Thüringen-Rundfahrt hat. Und da müssen wir eben andere Schwierigkeiten haben und das ist eben dieses Kopfsteinpflaster hier. Man wird diese Straße renovieren, das heißt besser machen, zwar wieder mit Kopfsteinpflaster, aber mit anderen technischen Möglichkeiten. Und dann ist das für die Fahrer vielleicht ein Kinderspiel. Naja, also Kinderspiel ist es nicht, denn auch wenn das Pflaster glatt ist, dann fahren die eben halt noch schneller. Also da sind dann wieder die Sprinter gefordert. Also Schwierigkeiten gibt es immer wieder. Es ist nun diesmal die 54. Die 55. ist ja nun mal eine glatte Mittelzahl. Ja? Und wird die auch wieder stattfinden? Ich mit Sicherheit. Ich meine, es ist immer wieder schwierig, Sponsoren zu finden. Und ich bin gerade als Präsident dafür verantwortlich, dass wir genug Mittel haben. Das ist mit meiner Aufgabe. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, trotz dieser Misere, was man manchmal hört. Aber da darf man sich halt nicht unterkriegen lassen. Herr Scheibner, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Wir sehen uns ja natürlich nachher bei der Preisverleihung, aber im nächsten Jahr sprechen wir wieder. Aber mit Sicherheit und da freue ich mich eigentlich jetzt schon wieder und vor allen Dingen hoffentlich dann mal wieder mit schönem Wetter. Ja, da müssen wir mal eine Beschwerde nach oben schicken, ja, dass der liebe Gott uns ein bisschen mehr Sonne gibt. Ich denke schon und wir haben eigentlich guten Draht nach oben, also es wird schon klappen. Darf mich recht herzlich bedanken. Danke sehr und alles Gute auch für Ihren Sender. Danke sehr.
die moderieren die Rundfahrt hier in Rudo und da haben die passenden Worte dafür. Wie oft machen Sie es schon? Also ich bin seit etwa 7-8 Jahren in der Moderatorszene dabei und hier bei der 54. internationalen Rundfahrt hier 2006 das erste Mal dabei, auf Einladung vom Berliner Radsportverband von der Geschäftsführerin Frau Mehler, und sage natürlich auch herzlichen Dank. Und die Arbeit macht Ihnen Spaß, ja? Ja, es macht riesigen Spaß. Ich habe natürlich einen tollen Kollegen dabei. Ich bin im Prinzip der zweite Sprecher. Der Chefsprecher ist, man muss das auf zwei Personen verteilen. Es ist keine leichte Aufgabe. Also mein Chefsprecher ist der Wolfgang Schmidt, ein alter Fuhrmann, ein alter Hase, wie es so schön heißt. Ich bin der zweite Sprecher. Wir arbeiten sehr gut miteinander. Die Chemie stimmt und Teamarbeit ist gefragt, wie auch bei den Radfahrern. Und trotz des schlechten Wetters heute macht die Sache trotzdem riesigen Spaß. Das schlechte Wetter ist insofern auch ein Problem. Sie sitzen oben auf einem, also in einem Bus, der erhöht ist und die Fenster sind geöffnet. Das heißt, es zieht da ein wenig. Ich habe da oben eben gestanden hinter Ihnen und es zieht ein wenig. Und es ist aber die Tatsache, Sie müssen die Möglichkeit haben, um den Blick nach draußen zu behalten. Ist das richtig? Ja, keine Frage, kann ich nur unterstreichen. Es ist keine leichte Aufgabe, ich hatte das schon gesagt. Es ist sehr viel Lärm, sehr viel Hektik. Der Wettbewerbsausschuss sitzt mit auf dem Wagen, die beiden Sprecher. Es werden laufend Zettel hereingereicht und man muss quasi immer, wie es so schön heißt, auf Sendung sein. Zwei Berliner waren dabei, meine Damen und Herren. Drei, das wird mir von Herrn Röseler, der zuständig ist für sämtliche Lizenzen im Bund Deutscher Radfahrer, signalisiert. Und jetzt wird es tatsächlich spannend, wo noch insgesamt, meine Damen und Herren, noch viele Runden zu fahren sind. Klaus, guck mal da runter, jetzt kommt das Feld. Ist das nicht ein tolles Bild? Klaus Gruber ist an die Rennstrecke gekommen. Herzlich willkommen, alter Kollege, meine Damen und Herren. Wir beobachten genau, meine Damen und Herren, wie das Feld angeführt wird von einem fliegenden Holländer mit der Startnummer 81. Das ist Sebastian Kampuis aus den Niederlanden. Herr Schmidt, Sie sind einer der Moderatoren, die ständig dabei sind. Ich sehe Sie jedes Jahr hier und Sie schmücken quasi dieses Radrennen mit Worten aus. Ist das richtig so? Das ist richtig. Ich bin zum 10. Mal dabei und bin also in der Zeit und im Laufe der langen, langen Praxis gewachsen. Ich mache ja nicht nur die Tour de Berlin, sondern auch die Thüringen-Rundfahrt, die internationale Hessen-Rundfahrt und versuche natürlich, die Zuschauer hier zu informieren und besonders auch unsere Sponsoren ins Spiel zu bringen, denn ohne Sponsoring läuft ja kein Rad mehr hier auf dieser Welt. Das ist richtig, denn der Sport als solcher gerät eigentlich immer mehr ins Hintertreffen, weil die Finanzen fehlen. Und wenn die Finanzen fehlen, dann muss man natürlich versuchen, ein wenig Finanzen ranzubekommen, auch wenn es in einem kleinen Rahmen ist. Ist das richtig so? Das ist richtig. Wir haben hier einen Sponsorenpool, den werden wir auch gut verkaufen. Und ich sage Ihnen, wir haben darüber hinaus die vielen, vielen Besucher hier, die sich auch ins Zeug legen, mächtig, indem sie also immer wieder Prämien für die Fahrer stiften und somit das Radrennen hier und das ganze Geschehen damit bereichern. Wir haben ja die U23 Weltspitze am Start. Wir haben Weltmeister, Europameister, mehrfache Landesmeister hier am Start. Es ist das zweite Weltcuprennen in Deutschland überhaupt, was hier durchgeführt wird. Und darüber hinaus läuft auch noch der TUI Cup, der immerhin eine große Dotierung erfahren hat und auch hier Berlin zugeschlagen wurde. Muss man aber auch sagen, 54. Tour, das heißt 54 Jahre. Und 54 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich der Radsport auch hier in Rudo, ich will es mal ruhig sagen, gefestigt hat. Ja, sie begann ja im Jahre 1953 das erste Mal, die Austragung. Und da gab es einen Berliner, der diese Tour 6-mal hintereinander gewinnen konnte, Burkhard Ebert. Er ist heute nicht mehr in Berlin ansässig. Er ist nach Köln gezogen, war auch Olympiateilnehmer 1968 in Mexiko. Übrigens mit mir gemeinsam, nur ich in einer anderen Sportart, nämlich im modernen Fünfkampf. Und so haben wir uns also kennengelernt und haben hier diese Tour immer wieder gepflegt und die seit den letzten 3 Jahren dann eben Tour de Berlin einen neuen Namen bekommen hat.
Und pflegen kann man sagen, man kann auch pflegen mit Worten, so wie Sie es machen. Ja? Denn wenn man zuhört, ist das sowohl bei Ihnen und auch bei Ihrem Kollegen wirklich angenehm, wie Sie beide die Tour darstellen. Man könnte schon beinahe sagen, schon das Radio könnte genügen. Ja? Also das Radio in diesem Fall, die Worte, die Sie sagen. Also da kann ich Ihnen nur, kann ich nur sagen, Hut ab vor. Ja? Also das muss man wirklich mal darstellen. Eine Frage, die zu stellen ist. Nächstes Jahr wieder? Ja, ich bin nächstes Jahr ganz sicher wieder mit dabei, sobald ich gesund bleibe. Ich denke, das ist alles in Ordnung und freue mich schon auf nächstes Jahr, auf die 55. Austragung der Tour de Berlin hier in unserer Stadt, vor allen Dingen in Rudow. Darf mich recht herzlich bedanken, Herr Schmidt. Bitte sehr. Vom Kent Bianchi Team. Wer könnte gewinnen, wenn er das durchhält? Wird angegriffen von dem Weltmeister, von Mike Kennedy, und verliert ganz knapp, meine Damen und Herren. Aber ein toller Spruch von dem Weltmeister im Mannschaftsfahren und von dem Fahrer mit der Startnummer 114, Sebastian Paddax vom Kent Bianchi Team Berlin. Und der Sieger, der steht fest. 55, meine Damen und Herren, da vorne, tief über den Linken gewollt, der Weltmeister, diesmal ist er dran, und das geile Trikot kommt mit herangeflogen, die Startnummer 6 aus Belgien, der sympathische Steve Setz, der ja auch. So, wir haben die drei Erstplatzierten hier auf dem Protestplatz, wie sie mal so schön heißt. Auf der heutigen zweiten Etappe über 12 Runden, gleich 150 Kilometer. Auf dem dritten Platz der gestrige Sieger mit der Startnummer 6, Steve Setz, National Belgien. So, wir kommen zum Zweitplatzierten, auch ein alter Bekannter mittlerweile im roten Trikot, ein Engländer, kann man sagen, aus Manchester, für das Sparkassenteam aus Bochum fahren, mit der Startnummer 191, Marc Cavendish. Wir kommen zum Sieger. Ein toller Sieger, ein zackendes Sportfinale haben wir hier erlebt. Der heutige Sieger aus dem Nationalteam Dänemark mit der Startnummer 56, Alex Rasmussen. Natürlich, lieber Klaus, wenn du mir zuhörst,
dann geben wir auch ein kleines Präsent. Der Bayern-Mannschaft wird auf den Weg und weiß, dass sie sonst zum Erdinger trinken. Aber diesmal werden sie sicherlich die italienische Meister mit der Startnummer 40. Luca Dosvalli, er hat genau 9 Punkte auf die Verein und hat sein grünes Trikot vom gestrigen Tag verteilt. Dort ist er mit ihrem Beifall, Luca Dosvalli, Italien. Meine Damen und Herren, besonders der Mannschaftsführer, hier unten steht er, greift schon, ja, schauen Sie einmal, in allen Etappen werden Sprints ausgefahren, die ebenfalls mit 3-2 und einem Punkt honoriert wird. Und Träger des roten Trikots, meine Damen und Herren, ist ebenfalls der Fahrer mit der Startnummer 14 aus Italien, Luca Dosvalli, Quadra Azzurra. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir.